Assalamu alaikum. Huklu. So ist in Ordnung. Hallo. Hi. Hi. Mein Knie juckt. Eieiei. Hi. NASA-PC ist wieder da. Ich bin gespannt. Nachher macht ab, dann sind wir weg. Aber ist nicht schlimm. Wie geht's euch? Ich habe keine Ahnung, was kaputt war. Auf dem Zettel stand nichts drauf. Weil es ein Clownsverein. Sag ich immer wieder. Steht nichts drauf, Schattenmund. Steht nur auf Zettel, geht nicht an. Keine Dings, Diagnose. Weil es Clownsverein. Ich schwör bei Gott, da steht nichts drauf. Kam heute an, heute Morgen. Wer schreibt mir? Okay. Ja, es ist Real Talk. Da stand einfach nur Fehlerdiagnose, geht nicht an. Und dann so repariert, ja. Und was das war, steht nichts drin, ist alles leer. Egal. Ich habe geguckt, Netzteil ist immer nur das gleiche und Mainboard ist auch immer nur das gleiche. Keine Ahnung, ob die wieder ein Kabel irgendwo geändert haben, ob irgendwas wieder fratze gegangen ist, kein Plan. Rahmenspeicher ist auch nur derselbe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kein Plan. Aber hey, schick mal Foto, ich will gucken, ob ein Kabel locker ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, dass die Maschine heute durchhält. Ich habe den Computer von Mind Factory. Den habe ich da zusammengestellt mit Wolverine und Schattenbund. Und habe den da auch zusammenbauen lassen vor, was weiß ich, Alter, 6 Monate oder so. Fünf Monaten. Und seitdem musste ich den 3-mal reinschicken. Wieder zurückschicken. Weil der einfach random von heute auf morgen nicht mehr angeht. Egal was du machst. Nimmst du Rahmenspeicher raus, geht nix. Nimmst du mal Batterie raus, geht nix. Ah doch, weißt du, was mir aufgefallen ist? Schattenbund, das BIOS sieht anders aus. Ich musste wieder das XMP-Profil aktivieren. Das sieht ganz anders aus als vorher. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Ach, das ist mehr als ein Saftladen, Junge. Das ist absoluter Zirkus Krone, ist das. Nein, wurde nicht getauscht, Wolverine. Wurde nicht getauscht. Wurde gar nichts getauscht. Das ist aber das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass das BIOS anders aussieht. Ja, Wolverine, ich habe den eingeschickt gehabt, ne? Weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mit wem connected und bla bla bla. Passt. Die haben einfach ein BIOS-Update gemacht und denken, daran liegt es. Ja. Egal, haben wir wieder für ein, zwei Monate Ruhe, bis wieder abkackt oder gleich kackt ab. Wer weiß. Ich habe zwar schon ein bisschen getestet. King Abim wegen der Kohle, wenn ich den zurückschicke, kriege ich nur eine Gutschrift für die Seite. Ich sehe dann nirgends so, was da steht, yo, ich krieg mein Geld aufs Konto wieder oder so ein Shit. Das ist das Erste, was ich gesehen habe und dann dachte ich mir so, naja, fick dich so. Was soll ich mit der Kohle auf eurer Dreckseite? Ich bestelle nie wieder. Werde ich mich aber nächste Mal, wenn das wieder passieren sollte, werde ich mich dann noch mehr mit auseinandersetzen. Das ist halt absolute Frechheit, ist das. Aber mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Habt alle gut gegessen. Heute ist schönes Wetter. Gefällt mir sehr. Macht einen immer gute Laune. Und wir gehen heute straight wieder in eine Peanut-RP-Pommes zurück. Vorbeifahren, alles auf den Tisch kacken, gut ist. Ja, die sind, wo sind die Nummer? Wilhelmshaven, glaube ich, ist das. Nee, noch nicht, Kid. Einfach Twitter und so ausnutzen. Ich glaube, die sind... Ach, das juckt die nicht. Nein. Kein Bock. Das reicht doch, wenn ich das hier live sag. Aber ich sage, ich will auch niemanden von euch irgendwie beeinflussen. Hab ich gestern auch schon gesagt und davor und die letzten 15 Tage auch. Ich habe meine Erfahrungen damit gemacht mit dem Saftladen, Alter, und ich werde einfach nichts mehr bestellen. Ganz einfach. Sammelt ihr eure eigenen Erfahrungen. Gibt ja auch Leute, die da keine Probleme haben. Hallo Willi.
Theoretisch kannst du sogar Schadensersatz verlangen. Und das mit Gutschrift sollte auch nicht möglich sein. Bruder. Was soll ich machen, Alter? Der Karton von dem Rechner sieht schon, da sind schon so viele Sticker und so drauf, das sieht aus, als wäre ich eBay-Reseller. Naja, ich glaube auch nicht, dass die das juckt. Wenn die schon so frech am Telefon sind, Alter, so richtig, richtig ekelhaft in meinen Augen und in meinem Ohr, dann bringt das auch nichts, wenn man da mal rein twittert. Die sind ja auch gar nicht auf Twitter so aktiv. Ich habe da schon mal geguckt und habe geguckt, ob ich dem mal schreiben kann. Egal, wir werden sehen. Zu 99% bin ich in Zukunft da jetzt abgesichert. Demnächst. Mehr dazu. Soon. Welcher Laden? Mein Factory. Ich kann gerne vorbeifahren, gehört, das packt mir ein paar Leute an, dann geht's ab, sag einfach, Bruder. Nein, Mann. Da kann der Techniker und die Leute, die da arbeiten, können ja auch nichts dafür. Aber irgendeiner macht da auf jeden Fall seine Arbeit nicht vernünftig. Weil ich habe schon beim zweiten Mal, als ich ihn das zweite Mal reingeschickt habe, gesagt, ja, tauscht mir bitte das Netzteil. Oder testet den nochmal, den Rechner, bitte 24 Stunden im Unterlast. Ja, ja, mach. Geh nix, Junge, gar nichts machen die. Zack, Bademeister Bescheid, der macht Lade zu. Scheiß auf die. Einfach für die Zukunft merken. Ganz einfach. Jo, ich habe auch noch Garantie. So, was geht ab? Warum zeigt mir Twitch nichts an, Alter? Ah, jetzt. Und warum? Warte mal. Emmis hat gerade resubbed, ne? Warum höre ich nichts? Das muss ich mal eben auf den Grund gehen. Warum höre ich das nicht? Ich habe eigentlich neue Sounds heute hochgeladen. Hashtag baiten. Wait a minute. Das Einzige, was... Es gibt noch eine Sache, die mir auffällt. Der Rechner ist ziemlich laut. Oder das ist jetzt ein Placebo. Ach, Schattenbund, das Ding schmeißt aus dem Fenster. Ehrlich. Okay, das geht. Oder habe ich das gerade einfach nur überholt? Das geht auch. Okay, eigentlich funktioniert das. Dann habe ich das überhaupt überhört wahrscheinlich. Küssen, Küssen, Lapstab. Verkauf mir lieber die Grafikkarte. Warum? Mit der ist doch nichts. Die läuft 1A. King Kong Junior One, Dankeschön für den Resub im vierten Monat. Und MS, danke für den Prime Sub im 13. Hallo, der Chrisse. Yeah. Hallo, Bimperli. Ach, Daniel, du hast heute Scheidungspapier unterschrieben, ne? Ich wünsche dir alles Glück der Welt für deine Zukunft. Deswegen will ich die haben, du Knallkopf. Warum? Dann habe ich aber keine mehr. Ich habe auch nur eine. Hey. Der Johnny hat meine Founders Edition, die 2080 Ti. Ausgeliehen. Ey, 2000 Follower und dann haben wir die 100.000. Sexy, sexy. So, was machen wir heute? Gehen wir Pommes, ja, ne? Was auch sonst? Gehen wir Peanut, ne? Andere ist langweilig, ja. Ich brauche Action. Ich muss mal eben testen.
Musste ich nämlich vorhin deinstallieren und reinstallieren und hat nicht funktioniert, Alter. Halbe Stunde saß ich da dran. Scheiß Software. Es geht ab, jack, jack. Brettchen verteilen, ne. Muss erstmal, glaube ich, die Autos holen, die sind nämlich abgeschleppt. Hoffe ich, hat der Opa Willi sich um die Links gekümmert, um Rasenmäher. Ich sehe ja irgendwie EMF auf 4. Weiß nicht, Geister war letztes Mal langweilig irgendwie. Paar Momente Angst gehabt, aber ich finde das schade, dass du manchmal Runden hast, wo es echt extrem schnell geht und nichts passiert. Was, Peanut, wer war das nochmal? Ich kannte, glaube ich, mal einen, ist aber ewig her. Lüge. Was geht ab, Benox? Guten Abend. Komm, ich mach Duftkerze, gehen wir direkt schon in Pommes, ich hab Bock. Eigentlich bin ich müde heute. Boah, ich hab jeden Tag was Neues, ne? Voll gut. Geister war nicht. Ja, ist entspannt vielleicht zum Zugucken. Aber für mich ist das absolut langweilig. Da kriege ich die Krise, genau wie gestern. Wenn dir langweilig im RP ist, dann mach doch was im RP. Das kann sogar gut sein, Kid, weil der pusht echt extrem viel, der Typ, der das gebastelt hat. Ich folge dem ja auf Twitter. Wenn du kein RP hast, mach den RP. No. Na, hast du gut geschlafen nach Geister am Teuer mit Mila? Ach so, du meinst den Pinsel. Ach, der hat nur so getan für den Content. Jetzt hätte der Angst. Blöder Pinsel. Bei dir hat die Langeweile aber gestern auch reingekickt, ne? Die drei Musketiere müssen wieder unterwegs sein. Ja, habe ich extra gemacht. Hast du auch. Ach, frag nicht, wieder 50 Power-Riegel gefressen. Ich habe keine Ahnung, wo Salty ist. Die ist vor kurzem umgezogen. Ich weiß gar nicht, ob der Adi hat gestreamt letztens, ne? Keine Ahnung, wann die kommt. Zählen wir dann. Ja, warum frisst du die Power-Riegel dann im IP auch? Ich würde dir mal anderes erzählen. Stimmt, das, was Jack sagt. Wenn ich in der Power dem RP muss, im Support gehen. Aber I feel that, man. Hab ich auch nie Bock drauf. Was mit kleinem Bruder Demba? Der zockt irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, die zocken irgendwas. Ich glaube Tarkov oder so. Mit Jamar oder Star Citizens. Was geht ab, Schaube? Nix, Bruder, nix. Was schmeckt, dafür spiele ich heute Fußball-Teufelsdreier. Das verstehe ich nicht. Alter, fahr mal vorbei, er soll wieder GTA zocken. Ja, dann schreib den dann doch. Geh Discord und schreib den. Was macht Schlafrhythmus? Das ist perfekt. Ist wieder in Ordnung. Ich gehe so um 1 Uhr schon pennen. Nachts. Wach sehr früh auf. FC Kickers. Gehst du nicht happy heute, Pinsel? Oder gehst du im RP Fußball spielen? Hallo, Hanna. Gucken, gucken. Ja, habt ihr mal zu, falls Star Citizens gesehen? Direkt einen in die FL mit dem kaputten. Doch, ich streamsnappe, wenn du Pommes gehst. Ach so. Mach ruhig, mach ruhig. Tschüss, Pinsel. Du musst mich eh fahren, die Autos sind hundertprozentig abgeschleppt. Aber ich glaube, du bist, wenn ich reingehe, gleich schon eh im RP. Mr. Lord Freak, danke schön für die Resub im zweiten Monat. Danke. Ah. Huckelu. Loosen. Ah. Welche Ausgabeauflösung? 600 mal 900. Also 900p streame ich, Tomek.
Ich habe gesehen, ganz viele streamen mittlerweile 936p oder so. Ich habe aber dieses Mal die Encoder-Voreinstellung hatte ich vorher auf Medium, die habe ich jetzt mal auf Slow gestellt. Kann sein, dass das nicht funktioniert. Was geht ab, Juri? Aber eigentlich müsste die CPU das aushalten. Gucken, ob das an der Qualität irgendwas ändert. Harry, wartest du immer noch auf Bikini-Bilder? Habe ich dir doch geschickt bei Knuddels, Junge. 3900X, ja, Juri. So, wir gehen jetzt in den Permis. Ja, ich glaube, wir hatten das schon mal getestet am Anfang, als ich den PC bekommen habe, ne? Da war doch irgendwas, aber werden wir gleich sehen. Schlechter als die alte Möhre kann er eh nicht laufen. Brauchen keine Wette, ich habe schon einen Titel stehen, dass ich Peanuts spiele, du Knallkopf, du. So, ich starte mal. Grafikkarte zu schwach oder wieso X264? Ich weiß tatsächlich nicht, was besser ist. Ob die 2080 Ti, ob ich darüber streamen sollte oder über die CPU. Ich glaube, die CPU ist da besser von der Qualität her. Ja, damals habe ich auf Very Slow gestreamt. Testen wir einfach. Was kann schief gehen, außer dass das Ding gleich wegknallt hier. Also wenn er einen lauten Knall hört, wisst ihr, ich bin im Bett. CPU ist meistens besser, aber ich glaube nicht 3090 oder so, da lohnt sich das mehr, ne? Boah, das ist echt laut. Ich brauche mehr CPU beim Spielen. GTA ist CPU-Game. Losen, keine Ahnung, warum der PC schon zurück ist, aber ich freue mich drüber. Benutzername, Passwort ist falsch. Ja, ja, klar. Geht dann morgen wieder zurück. jetzt die Klappe, wie der Sound, hallo. Assalamu alaikum. Ah. Koffein, vielen lieben Dank für den Whisper im 8. Monat. Was geht, mein Lieber? Love you. XD. Geil.